Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Aska. Ihr seht mich hier nach getaner Arbeit erstmal schlafen. Dass ich mich wieder etwas erhole. Wir haben ja nun die Holzfällergrube gebaut. Wir haben eine Sammelgrube und wir haben einen Steinbruch. Und heute möchte ich mal sehen, was ich jetzt... Ich habe schon mal geschaut, ehe ich mich hierher gelegt habe. Wir haben einige Bauoptionen dazu bekommen. Also werden wir mal sehen, ob wir... Hier sind Verteidigungsanlagen. Wackeliges Tor, Heckentor, Torftor. Hier können wir schon mal einen wackeligen Zaun bauen, damit wir unsere... Komm, mein Freund, steh auf. Damit wir unsere Sammelgrube etwas schützen können vor diesem Viehzeug. Also, werden wir jetzt hier erst einmal hinter... Begonnen bei... Oder hier ist eine Tanne, eine große Tanne. Mal schauen mal. Das ist auch eine große Tanne. Von großer Tanne zu großer Tanne werden wir erst einmal einen Zaun bauen. So, da schauen wir mal rein. Wackeliger Zaun bauen. Ja, Moment, was können wir denn? Den können wir ja auch mit Kuh. Na ja, ich gehe mal ein Stück zurück, damit wir auch der richtige. Ja, das müsste ungefähr der Richtung sein. Hier erstmal einen Zaun rein knuspern. Den bauen wir hier rein. Gibt es überhaupt auch eine Tastenkombination, dass man das nicht immer wieder neu auswählen muss? Ich versuch's mal. Normalerweise ist es meistens mit der Shift-Taste, dass das an unserem Hammer hängen bleibt. Sag ich mal so. Aber das ist jetzt recht dunkel. Man sieht recht wenig. Wir haben 2.35 Uhr. Ich glaube, ich werde jetzt erst einmal warten. Nee, ich will jetzt nichts drehen. Escape. Weg mit dem Ding. Ich werde erstmal sehen, dass es ein bisschen heller wird. Man sieht ja hier kaum was. Gut, ich könnte mir jetzt eine Fackel bauen oder sowas. Aber nee, wir warten erstmal, bis es heller wird. Dafür gehe ich jetzt erstmal, ich denke, wo habe ich denn das Ding hingebaut jetzt? Muss doch irgendwo der Bauplan sein. Hier ist der Zaun. Was brauche ich denn dafür? Seil. Ein Pin und 5 Stöckchen. Ein Seil und 5 Stöckchen. Gut. Was habe ich denn noch an Stöckchen einstecken? So, der Hit ist es gar nicht mehr. Das sind Fasern, das sind Fasern. Übrigens, man hat mich darauf hingewiesen, in den Kommentaren, dass ich bei, nee, das gekochte Fleisch überdrinde mit der linken Maustaste. Das linke Shift halten, das habe ich vollkommen überlesen. Das muss ich wirklich zu meiner Schande dazu sagen. Also, ich habe das jetzt in meinem anderen Testspiel, wo ich einige Sachen teste, habe ich es probiert. Also, das funktioniert als der Rinde. Rinde Fasern zu machen. Das hat jetzt funktioniert. So, alles klar. Ich schaue jetzt mal noch nach ein paar Stöckchen, wo ich Stöckchen finde. Damit wir... Nee, hör doch auf. Damit wir nachher, wenn es hell wird, gleich mal ein bisschen Zaun bauen können. Damit wir unsere paar Vorräte, die wir haben, das wird die auch schützen. Hier drüben. Gut, ich habe zwar auch einige Bäume gefällt, aber da habe ich, glaube ich, die ganzen Stöckchen schon verwerkt. Da müssen wir mal schauen. Da ist auch noch was. Naja, wir finden das schon hier. Dann machen wir gleich noch mal ein bisschen Knoblauch mit. Noch ein Knoblauch oder eine Zwiebel. Dann hier drüben haben wir Stöckchen. Ich weiß gar nicht, ob man schon... Guten Morgen, 6. Tag überlebt, um 5.25 Uhr. Alles klar.
alle Fälle werden wir uns heute noch etwas Diotonblüt wieder besorgen. Ich brauche, glaube ich, noch einen Moment hier, oder was zu essen. Nein, reiß dich doch mal zusammen. Stück zurück. Jetzt kannst du die Zwiebel aufnehmen. So, also schauen wir uns mal. Unseren Zaun an, den wir bauen wollen. Bin ich jetzt so weit reingerannt? Das Vieh zeigt das. Oh, ich muss wieder was trinken, sehe ich gerade. So, jetzt haben wir einen ersten Stückchen Zaun gebaut. So, wollen wir erstmal einen Schluck aus der... Nee, ich gehe hier vor an den Brunnen. Das Wasser, das lasse ich. Halt, bloß mein Brunnen. Ja. Das Wasser lassen wir erstmal im Schlauch. Das verkommt ja nicht. Gut, und jetzt brauchen wir noch was zu essen. Da haben wir hier ein bisschen Knoblauch. Können wir erstmal essen. Da wird unsere Gesundheit gleich wieder ein bisschen aufgefrischt. Und natürlich wieder Blaubeeren. Ich habe doch noch ein Stück Fleisch einstecken. Gut. Saftiges Steak gegessen. Das ist natürlich gleich das Richtige zum Frühstück. Ein ordentliches Stück Fleisch zwischen die Zähne. Ihr Zeug. So, gut, bauen wir jetzt mal noch ein bisschen Zaun jetzt hier. Ich hoffe, dass die jetzt nicht so dreist und so frech sind und hierher kommen und das Zeug wegfressen wollen, wenn ich mich jetzt hier aufhalte. So, jetzt probiere ich mal mit der Shift-Taste, ob das so geht. Nee, man kann das nicht. Alles klar. Gut, müssen wir immer wieder bei jedem Mal bauen, müssen wir das halt wieder selber schnappen. So, habe ich noch Zeug einstecken? Oh ja, kann man auch noch richtig den Zaun zu Ende bauen hier. So, ich werde als nächstes, glaube ich, mich darum kümmern, dass ich mal eine Jagdhütte oder sowas baue, dass ich mir einen Jäger besorge. So, was fehlt? An Pinnen 5 Stöckchen, also haben wir keine Stöckchen mehr. Mal schauen wir mal, ob ich hier... Na, hüpft doch mal nicht so rum. Hier habe ich noch Zeug rumliegen. Harz und so ein Zeug. Und Baumstämme. Und Rinde. Gut, die Rinde können wir gleich mal aufheben. Da können wir uns gleich mal wieder noch ein paar Fasern davon machen. Komm, das Ding nimmst du mit und das schleppst du mal hier vor. Wo haben wir denn unseren... Ja. Das reinschmeißen mit E, oder? Ja, gut. Komm, heb das Ding auf, ja. Doch, das nimmt die schon, oder? Die räumt das rein, alles klar. Gut, die hier ist unterwegs. Was sucht die? Steine. Alles klar. So, ich werde mir auch mal... wir müssen das jetzt auch demnächst mal machen, einen Bogen oder sowas uns bauen, damit wir auch auf die Jagd gehen können. Was hatten die von Problemen? Die winkt mir auch schon wieder zu. Was hatten die von Problemen? Die hat doch alles, oder? Die hier schleppt Bäume rum, ist klar, ist richtig. Und den in der Lagerhalle müssten wir uns, glaube ich, auch bauen, damit wir den anderen Kram alles mal unterkriegen. Ich glaube, das hier ist nicht so. Es steht ein bisschen schräg, das Ding. Abreißen, genau. Gut, jetzt hole ich mir erstmal ein paar Stöcke. Ich suche erstmal Stöcke. Hat die hier schon Stöcke eingelagert? Stocklager. Hier haben wir doch 15 Plätze. Also, da nehmen wir mal welche. Okay. 1, 2, 3, 4,
5 Stöcke haben wir jetzt, alles klar. Seil habe ich einstecken. Und da bauen wir jetzt hier mal noch ein Stück Zaun. Wird man endlich mal die Smolger, oder wie die sich nennen, mal fernhalten von unserem Lager hier ein bisschen. Das müssen wir ja nur langsam auch mal machen, ne? Einen wackeligen Zaun. Wo wollten wir hin? Wir wollten zu diesem. Alles klar. Geh ich mal hier vor. Was wollen denn die immer von mir, dass die mir zuwinken? Keine Ahnung. Bis zu diesem Baum wollten wir das erst mal setzen. Jawohl. Zum Schauen gleich noch eins bauen. Nochmal einen wackeligen Zaun bauen und jetzt nochmal drehen. Komm. Geht das so? Geht vor. Ein Stück zurückdrehen. An diesem Baum so knapp vorbei. Genau. Und jetzt holen wir uns noch einen Schauenteil. Ja, wir könnten dann wieder einen Bauer weiter gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. Den können wir hier vorbei bauen, den Zaun. Ja. Genau. So. Was will denn die von mir? Was hat denn die für ein Problem? Ich fühle mich in meinem eigenen Zuhause unsicher. Wir errichten Verteidigung. Jetzt mache ich erstmal hier keine Verteidigungsanlagen. Jetzt werden wir erstmal hier einen Zaun aufbauen, damit wir unser Fressen sichern. Verteidigungsanlagen. So, habe ich denn das Zeug einstecken? Kann ich schon wieder was dazu packen? Jawohl, jetzt machen wir gleich einen nächsten Zaun-Style. Das ist fertig. Muss ich jetzt vielleicht auch irgendwo hier hinten nach einem Tor reinbauen, sonst kommt die ja nicht mehr raus, oder? Wir werden dann nicht wieder. Fällt uns schon wieder was? Was fällt uns? Stecker, alles klar. Wir haben da bloß 5 geholt. Haben wir noch 5 drin? Oh ja, sieht ganz gut aus hier. Gut. So, und als nächstes werde ich jetzt erstmal ein Jotunblut besorgen. Hier brauche ich auch nochmal 5 Stecker. Habe ich noch welche einstecken? Rinder einstecken. Ein Stock, alte 4 Stecker. Hier, gut. Ein Seil dürfte ich noch haben. Jawohl, gut. So haben wir das Ding zusammen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Jotunblüt uns besorgen. Wir haben auch gleich wieder was zu trinken. Können wir gleich mal ausdeffeln hier. Und dann werde ich hier irgendwo jetzt ein wackeliges Tor reinbauen. Damit die Viecher, damit zumindest unsere Leute noch draußen können. Irgendwann werde ich mir mal einen Gedanken machen, wie ich hier um mein Lager einen Wall setzen kann. Ich habe das irgendwo gelesen oder gar gesehen, dass jemand einen Wall gesetzt hat in seinem Lager. So, in alle Fälle ist ein Haufen Viehzeug unterwegs schon wieder. So, Jotunblut. Habe ich noch welches einstecken? Ich habe noch ein Jotunblut einstecken. Habe ich noch eine Steinaxt? Jawohl, die ist auch noch relativ gut intakt. Da werden wir gleich mal hier in den Wald reinflitzen. Hier hinten lang habe ich wohl welches gesehen. Wir werden uns mal noch... Da hinten ist welches. 4 Jotunblut brauchen wir. Oh ja, hier hinten sind einige Jotunblutsteine. So, ich hoffe mal zu essen. Habe ich noch ein bisschen was? 2. Damit wir uns den nächsten NPC holen können. Und dann muss ich mir überlegen, was ich denen für eine Aufgabe gebe. Was als nächstes so wichtig ist. Ich denke mir, eine Jagdhütte wird wichtig sein und anschließend
werden wir wohl uns zusehen, dass wir uns so eine Art Küche oder sowas bauen. Damit das, was hier an Lebensmitteln gefunden wird, auch verarbeitet werden kann. Na, was ist? Willst du nicht mehr? Doch. So, da schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben 2 Jotun Blut gerade. Das ist nichts. Oh ne, 3 haben wir. Gut, müssen wir noch drin. Und kaufen wir in Angriff nehmen. Wir brauchen noch 5. So, und dann haben wir genügend irgendwie Steine, kleine Steine. Wir sind aber den alle. Nö, den großen sollst du nicht schnappen. Das kann die doch wohl, oder? So, wir schauen jetzt mal, wo wir nochmal Jotun Blut hier oben haben. Eins brauchen wir noch, damit wir das nächste starten können. Suchen wir gleich mal hier noch ein paar Beeren, damit ich was zu essen habe. Und den Flachs nehmen wir auch noch mit, wenn wir einmal hier sind. So, und jetzt mal sehen, ob wir hier gleich mal noch ein Jotunblut gleich am Anfang mit rauskriegen. Oder ob wir erst den ganzen oder den halben Stein wegklopfen müssen. Schauen wir mal, ist da schon Jotunblut? Nein, ist noch nichts da. Oder doch? Ne, wir müssen doch noch ein bisschen klopfen. Großen Stein haben wir jetzt. Da hinten liegt ein Jotunblut. Wir müssen noch nicht unbedingt unsere. Es ist Inventar voll. Was haben wir da weg, denn? Kann man auch nicht. Wir futtern mal hier die. Halt, wir gehen mal rein ins Inventar. Da futtern wir hier diese Beeren und da haben wir Platz fürs Jotunblut. So, mein Freund, komm, nimm das jetzt hier mit. Gut, jetzt kommen wir zurück. Jetzt haben wir 5 Jotunblut. Halt, nicht verlaufen, nicht in die falsche Richtung laufen. Und können uns den nächsten NPC holen. Na, es sieht so aus, als ob unser. Jetzt wird das auch langsam ein bisschen voll, unser Lager. Seht ihr hier? Der kleine Zaun, der hat uns schon mehr oder weniger ganz gut getan. Die kommen ja doch noch durch das Viehzeug. Also müssen wir doch noch ein bisschen mehr bauen hier. Alles klar. Also, wir brauchen schon noch ein bisschen mehr Zaun, damit wir unser Essen vor diesen Ungetieren hier wird man das schützen können. So, gut, jetzt gehen wir das Menü öffnen. Nein, Quatsch, was mache ich denn mit das Lager, muss ich öffnen. Aber ich habe immer noch nichts gefunden, wie ich, kommt keine Aktion, damit ich das Ding reparieren kann. Es hat ja bloß 970 von 1000 Punkten. Und über Lager öffnen, da können wir die Dinger rein tun. Aktivieren, nicht genug brennt, das Menü öffnen, da ist nichts von Reparatur oder ist ja was, abreißen kann ich ja, aber hier steht nichts von Reparatur, an Aufwerten, Erweiterung und Abriss, na, da ist ja aber nichts, Aufwertung, auf Erweiterung können wir nicht und eine Reparatur kann ich auch nicht auswählen, alles klar, gut. Wir öffnen jetzt erstmal das Lager und packen dort Jotunblut rein. So, da holen wir uns erstmal jetzt den nächsten, den vierten NPC. Da müssen wir auch gleich wieder in eine Unterkunft bauen, damit er unterkommt. Aktivieren. Da haben wir die Kara. Eisernen Magen. Ich kann extreme Hungerphasen aushalten. Alles klar. Der hier ist starker Holzfäller. Ich besitze außergewöhnliche Geschicklichkeit und Effizienz beim Fällen von Bäumen. Und ein Sommerangler ist er. Na gut, wir sind ein bisschen weit weg vom Wasser. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das Sinn macht, dort unten in eine Fischerhütte hinzubauen. Denn das ist ja ziemlich weit von unserem Dorfplatz weg.
diese Fischerhütte. Ob das auch effektiv genug ist, dass wir da einen Fischer hinbauen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist das diese... Heute ist es die 15. Folge. Eigentlich bis vor der ersten Folge habe ich keinen Berührungspunkt mit Aska gehabt. Ich habe dort vor 15 Folgen angefangen, das Spiel zu spielen. Das ist jetzt eine Herde hungriger Smolger. Also wir nehmen doch den Holzfäller, oder? Ja. Winterstärke, wir haben Sommer. Alles klar, wir nehmen jetzt den Holzfäller. Ich denke mal, der wird ganz gut sein, damit wir auch etwas mehr Holz haben. Wir werden im Winter ja auch Brennstoffe brauchen oder sowas. So. Und schon geht's wieder los, wird schon wieder dunkel. Alles klar. 21.22 Uhr. Gut. Ich nutze jetzt mal die Zeit. Schon wieder ein Blutmond. Sechsten Tag. Ich habe immer noch keine Keule. Dann nehme ich mir meine Axt. Die werden doch gleich wieder hier aufkreuzen, die Viecher, oder? Was ist denn das? Ah ja, ist gut. Blutmond. Wo sind denn die Viecher? Kommen hier die nächsten gleich. Bis jetzt sehe ich noch keinen von diesen. Das müssten noch die Trauger sein, die jetzt kommen hier, oder? Wer kommt jetzt? Also am sechsten Tag haben wir... Ah, hier kommen sie doch schon wieder angelatscht. Habe ich meine Axt in der Hand? Der eins. Drei, wieder drei. Komm, mach ein Blatt. Eine Höhle Traugers. Oh ja, wo sind denn die Traugers? Wo sind denn die jetzt hin? Sind sie abgehauen oder was? Sind die fort? Hier liegt auf alle Fälle einer. Den können wir zerhackstückeln, oder? Oder zwei. Den nehmen wir gleich mal auseinander hier. Den tun wir ernten. Haben sie wieder irgendwas zerstört hier? Kommt das jetzt jeden dritten Tag in Blutmond oder was? Smolger verlassen das Dorf, alles klar, gut. War ja auch alles. Smolger, Blutmond. So, sind da hier noch solche unterwegs? Oh, hier liegen auch noch die zwei. Guck, die habe ich doch platt gemacht. Gut. Alles klar. Komm, nimm sie auseinander. Hast du noch genug Kraft? Ja, gut. Heute ein Levelaufstieg. Naja, gut. So, ich muss unbedingt auch sehen, aber die Tage hier sind immer... Ich weiß nicht, ob man die überhaupt verstellen kann, die Tage. Das ist mal alles ein wenig kurz. Du bist unterwegs, fällst drei Bäume, das ist wieder abends. Und die Nacht ist verhältnismäßig lang. Ah, der hat Jotunblut, hat der verloren. Komm, nimm auf. Der hat Jotunblut verloren. Haben wir noch was? Knochenfragmente, die heben wir noch auf. Was haben wir hier noch? Hier sind noch mehr Knochen. Knochenfragmente, komm, heb die auf. Wenn wir alle gebrauchen, dann können wir mal da. Wenn ich aber die auch für Pfeile brauchen kann, als Pfeilspitze oder sowas. So, haben wir noch ein paar Knochenfragmente hier. Die hätten wir auch noch auf. Gut, jetzt trinken wir aus dann noch fix einen Schluck Wasser. Ihr fühlt euch energiegeladen. So, was ist mit meinen Häusern? Sind da? Sind aber keine Sachen hinten dran, dass die kaputt sind. Gut, wir brauchen jetzt auf alle Fälle noch. Wir haben noch 6 Minuten. Bis der nächste Kollege kommt. Da stellen wir mal die nächste Hütte, ich denke mal. Hier hinten in der zweiten Reihe. Wir müssen jetzt in der zweiten Reihe bleiben. So, und das war doch wohl hier drin. Ja, ein Unterschlupf. Ja, den stellen wir mal gleich hierher. Das ist schon drehen. Ne, in der andere Richtung wollte ich ihn drehen. So.
packen wir hier hin. Nein, wollen wir ein bisschen häkeln hier. Halt, in die richtige Richtung sollst du häkeln. Ja, wenn der nachher kommt, der kann ja eigentlich seine Hütte selber bauen. Als Bauarbeiter. Material ist ja... Das Viehzeug kommt ja doch hier durch. Also, wir müssen doch noch ein bisschen... mehr Zaun bauen. Unser Feuer ist auch schon wieder aus, oder? Ah ja, gut. Na gut, dass wir noch Sommer haben, dass wir nicht erfrieren. Jetzt werde ich erstmal fix noch die Baumstümpfe hier wegmachen, damit ich ein bisschen Brennholz bekomme. So, das Setting habe ich auf der 2. Ja, dort liegt auch noch ein bisschen was rum. Brennholz, glaube ich. Aber was ist das hier hinten? Na, das ist auf alle Fälle mal Rinde und Rinde. Ja, ja. Rinde haben wir hier. Die Rinde, die können wir ja nachher gebrauchen. Die können wir die in unseren. Müssen wir doch in unseren. Schon wieder alles voll. So, können wir den noch zerlegen. Dass wir ein bisschen Brennholz haben. Also, das ist also eine Sache mit dem Brennholz, ich glaube. Da müssen wir mal sehen, wie wir das. Geht nicht. Da können wir unseren Inventar, unseren Rucksack nicht ein bisschen größer machen. Da hast du 3 Teile gesammelt und da ist das Ding voll. So, wo habe ich jetzt mein Feuer? Keine Ahnung, hier. Na, wollen wir mal. Nee. Hier wollen wir hin. So. Grillen? Nee, ich will nicht in den Grill, ich will ans Feuer. Feuerstelle. Hier Brennstoff zufügen. Nicht so viel zu viel Brennholz. Ach, da kommt jetzt andere Zeug mit rein, alles klar. Da hat er jetzt Rinde und so Zeug mit rein geräumt. Also so richtig rund läuft das hier noch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir noch ein bisschen zu. Die Tage sind zu kurz, die Nächte sind zu lang. Denn NPCs kann ich keine richtige Aufgabe verteilen. Ich sage jetzt, den aus dem Holzfällerhütte besorg Feuerholz. Okay. Ich weiß nicht, ob die Feuerholz machen. Und ich, wie gesagt, ich bin mir da noch. Das ist schon wieder so ein Viech da. So, was ist denn hier? Stocklager ist schon wieder leer. Wieso ist denn das leer? Wir haben die doch gar nicht. Müsste doch nochmal. Oder legen die das an. Wieso ist denn unser Ding leer? Selbst die Stämme sind nicht mehr drin. Wo sind denn die Stämme hin? Stehe ich auch wieder nicht. Die haben doch, ich habe doch keine Stämme verwendet. Wo sind denn die Stämme hin? Die Smolger können sich in der Biscott nicht fressen, oder? Ist mir zu hoch. Ist mir zu hoch. Also so richtig rund, so richtig schlüssig ist mir dieses Spiel noch nicht, muss ich euch ehrlich sagen. In Let's Play heißt ja nicht, oder dass wir das ja Lupudelei betreiben. Also ich sag dann schon immer offen und ehrlich meine Meinung dazu und ich weiß, dass ich manchmal mit meiner Meinung nicht auf oder irgendwo anecke. Aber naja gut. Wer keine Kritik verträgt, da kann ich nichts davor. So. Wie sieht es jetzt aus? Erholt er sich ein bisschen? Ja, erholt sich noch etwas. Wie spät haben wir es? 5 Uhr, Tag 7. Überlebt. Gut. Da müsste jetzt auch ein 1,29 kommt ja unser nächster NPC. Der ist ein Bauarbeiter, der kann sich doch seine Hütte selber bauen. Wir hauen jetzt mal noch ein paar Bäume um, damit wir an das Material rankommen. Komm raus, mein Freund. Auf mit den müden Hindern. Du hast noch was eingesteckt. Du hast noch ein paar Beeren hast du noch drin. Die sind ja auch schon fast matsch gewesen. Dann haben wir ja noch einen Knoblauch. Den haben wir auch rein. Haben wir noch irgendwas in unserem Inventar, was wir essen können? Ja, eine Zwiebel. Rohkost. Die benutzen wir auch gleich mal noch. Gut, da ist sie nämlich weg. Wenn die immer im gelben Bereich sind, dann kannst du das auch vergessen. Wo räumen wir denn die Knochenfragmente hin? Jetzt habe ich 3 Slots mit Knochenfragmenten zugehauen.
Kann ich das irgendwo in dieses Lager hier bauen oder brauche ich dazu eine Lagerhütte? So, was ist das hier? Das ist... Hier kann ich ja nicht... Steinbruch, da passt nichts weiter rein. Kann ich hier... Hier ist Obst und Gemüse drin. Da hinten ist wieder die Sämereien drin, die da rausgeschmissen haben, die Smolger. Wo sie dran rumgefressen haben. Jetzt gucken wir mal hier ins Lager. Ob wir hier die... Die Knochenfragmente können wir zum Beispiel nicht mehr reinräumen. Hasen können wir dort reinräumen. Diese Sämereien kann man hier reinräumen. Wo sind denn die Federn hinfressen? Werden die auch von dem Viehzeug gefressen? Keine Ahnung. Das ist schon manchmal... So, hier haben wir noch Fasern. Können wir noch was hineinräumen? Ne, das war's dann auch schon. Alles klar. Der Kollege ist jetzt wohl da. Ja, der ist da, der Lasse. So, da müssen wir den... Da kann er sich doch hier ein paar Stämme zusammenlesen. Können wir überhaupt das, das Zeug alles dort reinräumen? Das sieht ja hier aus wirklich... ein richtiger Saustall, wenn man das Zeug ja nicht alles nicht wegräumen kann. Du müsstest doch zumindest zum Anfang des Spiels irgendeinen kleinen Lagerplatz geben, wo man das alles unterbringen kann. Man hat ja nun nicht von Anfang an, oder? Man müsste sich zuerst in ein Lagerhaus bauen können, wo man das Zeug unterbringt. So. Jetzt haben wir hier den Harz aufgesammelt. Da müssen wir wohl unsere Fackel damit wieder bestücken. Und hier haben wir noch ein bisschen Rinde. Schon wieder ist das Dings voll. Naja, gut. Wo ist denn jetzt der Lasse? So das? Alter. Holzfällergrube. Also, wo ist denn ja unser nächster Kollege? Der sitzt auch irgendwo, sitzt da irgendwo rum oder was? Ich denke, der ist da. Wo ist denn der? Bierbewohner. Ah, hier ist er. Alles klar. Bauarbeiter. Naja, du weißt doch, was du zu tun hast. Deine Hütte bauen. So, ich schau mal hier noch ein paar. Viehzeug. Wir brauchen eine Waffe. Unbedingt. Die finden schon immer noch einen Weg hier rein, das Viehzeug. So, jetzt trinken wir hier noch einen Schluck Wasser. So, ich mache jetzt mal fix noch die drei Stuppen weg. Oder vier, die ich hier zu stehen habe. Damit ich noch ein bisschen Feuerholz habe. Nicht, dass mir wieder das Feuer ausgeht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich bis dahin mit dem Lasse zusammen die, seine Hütte gebaut habe. Und dass wir... Ach, das Inventar ist voll, alles klar. Müssen wir reinschauen, können wir hier... Halt, Quatsch, wo bin ich denn? So, mal sehen, ob wir hier was bauen können. Was haben wir denn hier? Feuerstelle, Regenspeicher, Brunnen, das haben wir. Das ist die Werkzeugfraktion. Das ist Quatsch, brauchen wir noch nicht. Werkzeuggrube, Werkstatt, verbesserte Werkstatt. Was können wir denn in der Werkstatt bauen? Stellt her, Materialien, Werkzeug, Kleidung, Rüstung, Waffen... Hat Platz für drei Arbeiter. Alles klar. Ein Kochhaus können wir auch schon bauen. Alles klar. Die Götter verfluchen all diejenigen, die rohes Fleisch konsumieren. Hat Platz für einen Arbeiter. Also könnten wir hier... Ich suche einen Bauernhof. Brauchen wir auch, damit umgegraben wird, damit wir Felder anlegen können, denke ich mir. So. Jetzt schauen wir nochmal rein hier, was wir hier noch machen. Steinbruch, Sammlerhütte, Fischerhaus, Höhlen. Höhleneingang haben wir noch nicht. Den können wir eigentlich schon bauen, den Höhleneingang, oder? Werkzeug, eine Werkgrube müssen wir erst bauen, damit wir in die Höhle reinkommen. Das sind alles Sachen, die ich im... Hier, das scheint Lager zu sein. Lagerhalle. Mal gucken, was da ist.
ermöglicht den Bau einer Vielzahl von Lagermöglichkeiten, hat Platz für zwei Arbeiter. Was kann ich denn da alles einlagern? Warum steht denn das nicht da? Also, das nächste, was ich mache, ist eine Lagerhalle. Oh, das ist ein Riesending. Wo stellen wir die hin? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr das Ding hinsetzen würdet. Das ist schon ein ganz schöner Johnny. Alles klar, meine Freunde. Ich kümmere mich erstmal um den seine Hütte. Ah, sie sind schon am Bauen. Guckt euch an, es haut doch hin. Und ich habe doch, habe ich keine Rinde einstecken? Doch, ich habe doch Rinde einstecken, oder? Schauen wir das Rezept noch. Zwei Seile brauchen wir. Und ein Stock. Ja, was will denn die schon wieder von mir? Da brauchst du schon wieder einen Sammelplatz oder was? Keine Ahnung. Und alles noch, meine Freunde. Ich muss mich erstmal mit denen wieder hier auseinandersetzen, was die hier alles von mir haben wollen. Also wie gesagt, wir sehen uns. Ah, der bringt jetzt das Holz für seine Hütte. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin haben wir das Ding gebaut. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Alles klar? Ich werde dann wohl doch erstmal als nächstes ein paar Waffen bauen. Ich habe genug Knochensplitter, damit ich jeden so ein, zumindest so einen Knüppel in der Hand drücken kann, damit wir uns das nächste Mal verteidigen können. Denn es ist ja auch nur noch 10 Tage, bis der Bär kommt, wie ich gehört habe. Am 17. Tag kommt der Bär. Den müssen wir ja dann auch überstehen. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao.